und zwar die zweidimensionale und dann mehrdimensionale Analyse. Wendet euch bitte, und das ist so der Klassiker, dass man Körpergrößen immer mit Schuhgrößen korreliert und vergleicht, daneben nur mal geschwind Zufallszahlen erzeugt und erzeugen lässt. Und zwar irgendwas mit Schuhgröße 38 und was nehmen wir denn für. Ich habe Zufallsnormal genommen, ist eigentlich egal, wir könnten es auch einfach reinschreiben. Standardabweichung 4 vielleicht. Vielleicht. Oder nein, wisst ihr was? Nehmen wir nicht Zufallsnormal, nehmen wir einfach Zufallszahl zwischen 33 und 46. Dann kommen nämlich wirklich Integerwerte raus, okay, dann kommen, jetzt haben wir ja Komma-Werte. Also Zufallszahl, es ist eh egal, welche Zufallszahl wir da reinkriegen. Das ist natürlich überhaupt nicht zusammenpasst, das ist klar, aber jetzt nur für die Datei, um euch zu zeigen, dass man mit zweidimensionalen genauso rechnen kann. Wenn ich dann zwei Datenmengen da habe, brauche ich dann nur mal beide Zellen, beide Spalten markieren und gehe dann auf Analyse zweier Variablen. Das ist dabei noch etwas mager, aber für Schuldinge reicht es schon sehr, sehr gut. Als erstes sieht man natürlich mal ein Streudiagramm. Schön schon angepasst, die XY-Achsen. Und bevor ich da zu den Regressionsmodellen komme, was ist noch möglich? Es ist nur eins möglich, Residualplot, der in dem Fall keinen Sinn macht. Aber aus dem Streudiagramm kann man jetzt die Regressionsmodelle drüber legen. Ja? Und das finde ich sehr, sehr praktisch, weil man jetzt auf einen Klick das lineare Regressionsmodell hat. Es wird die Gleichung dargestellt. Und ich kann berechnen, das ist praktisch, also ich kann auch diese Prognosen dann verwenden und kann sagen, was müsste denn jemand haben, der Größe 200 hat nach dem Modell, dann wird die Schuhgröße ausgerechnet und so weiter. Was nicht passt, das ist jetzt klar. Ja. Ebenso gibt es eben dann die anderen Modelle, ein logistisches, logarithmisches Regressionsmodell. Hast du beide markiert? Und dann Analyse zweier Variablen. Und dann von Regressionsmodellen Polynom Trend dazu bis rauf eben 9. Grades ist da jetzt mal eingebaut. Was mir ganz gut gefällt, ist eben, dass es ein logistisches Regressionsmodell gibt, was sehr praktisch ist, weil man ja doch bei Wachstum und Zerfallsachen, was ich jetzt dann auch nochmal machen möchte, oder vielleicht sogar Nachmittag, das ab und zu braucht, und wer unbedingt möchte, kann ein schwingendes Regressionsmodell auch noch drüber legen. Gut, also das ist da recht praktisch. Dann mit dem Button X, Pfeil Y kann man nur die Achsen vertauschen, kann man dann die Regressionsmodelle natürlich dann als andere unabhängige Variable oder abhängige Variable bestimmen. Ja, ebenso wieder die Einstellungen, da brauche ich jetzt immer näher drauf eingehen. Dann habe ich die zweidimensionale Sache auch erklärt. Und ganz zum Schluss noch, da braucht es jetzt eigentlich nur mal zuschauen, ich mache jetzt nur mal geschwind Zufallszahlen oder Zufallszahl zwischen 1 und 100 und mache da geschwind noch eine dritte Reihe dazu, weil wenn ich eine dritte Reihe habe, kann ich dann auch Analyse mehrerer Variablen anklicken, braucht es geschwind zuschauen. Da ist es dann nur so, dass man im Endeffekt Boxplots vergleichen kann. Ist sehr praktisch jetzt, um wirklich die Vergleiche anzustellen. Da unten sind die jeweiligen Datenauswertungen, ja, also wieder N-Mittelwerte und so weiter. Das ist auch in tabellarischer Form. Die Statistik, ANOVA-Tests sind dabei, T-Tests und so weiter und so fort. Es geht da oben leider nur, das ist ein wenig suggestiv gemacht, da kommt noch mehr aus, weil es geht dabei nur der gestapelte Boxplot, aber das birgt eh schon sehr, sehr viele Interpretationsmöglichkeiten.
wieder die Einstellungen zum Drucken und zu den Rundungen und dann war das auch mit der Analyse mehrere Variablen. Muss ich gestehen, habe ich noch nie gemacht in der Schule. Also bin ich nicht dazu gekommen. Ist dann schon ein Stück höhere Mathematik, würde ich mal sagen. Wäre aber interessant, vielleicht ist es ja drinnen einmal, dass in einem Lehrplan steht, machen wir das. Das zu diesen eingebauten Werkzeugen. Also das war jetzt drei Tools, nur mal zur Wiederholung. Die Statistik mit der Analyse, da ist eh nochmal der Wahrscheinlichkeitsrechner auch drinnen. Und der Funktionsinspektor, ihr seht, es gibt noch viele, viele andere Werkzeuge, ja. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, diese vielen Werkzeuge sind natürlich geometrisch motiviert. Die gibt es schon seit GeoGebra 1, könnte man sagen. Also da sind hauptsächlich geometrisch motivierte Dinge drinnen. Das müssen wir eigentlich mal umstrukturieren. Gell? Das kann man ja machen, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, das kann man ja selber einbauen und das möchte ich euch nur geschwind sagen. Was ganz tolle Werkzeuge sind, jetzt nur so, um euch zu zeigen, es geht nicht nur ins Konstruktive, sondern auch ein bisschen mehr zum Überprüfen. Nur ein ganz Beispiel. Das ist zwar wieder Geometrie, aber möchte ich überprüfen, ob der Punkt C jetzt auf der Geraden drauf liegt, ja oder nein, gibt es zum Beispiel ein Werkzeug, das ist schon seit GeoGebra 3 dabei, Beziehung zweier Objekte. Und da kann ich jetzt anklicken, was hat denn die Gerade und der Punkt C für Beziehung? Und dann spuckt GeoGebra aus, Punkt C liegt nicht auf der Gerade A, numerisch ist er zumindest geprüft, ja. Wenn ich jetzt aber den Punkt wirklich draufsetze, sollte er eigentlich dann ausspucken, Punkt D liegt auf der Geraden. Also es sind also so Kontrollstrukturen eingebaut. Mit diesem Werkzeug ist es sehr, sehr praktisch zu arbeiten. Und nur mal zur Erinnerung, wir haben ja da einen Haufen Operationen erinnern, wie Größe und Kleine und so weiter. Es gibt natürlich auch die Wenn-Bedingung, die sehr mächtig ist. Also da kann man genauso wieder Konstrukte bauen. Das, was ich euch da nur kurz zeigen möchte, mit der Wenn-Sache, stückweise definierte Funktionen. Das ist genial, ja. Also wenn man sowas arbeitet, ich habe das mal gemacht mit der Einkommensteuer, kann man schön die stückweise linearen Funktionen sich anschauen. Und das mache ich wirklich so. Ich kann eine Funktion definieren über wenn. Und kann sagen, okay, wenn, jetzt kommt die Bedingung, x kleiner als 0 ist, dann soll er die Funktion x Quadrat zeichnen. Andernfalls soll er die Funktion 3x zeichnen. Okay? Und ihr seht, das Ding wird wirklich so gezeichnet, auch wunderschön dargestellt, ja, in dieser Darstellungsweise, x Quadrat für x kleiner 0, 3x sonst. Und das Tolle ist, das ist ja eine Funktionsdefinition, die wirklich auch weiterverwendet werden kann zum Rechnen. Also ich kann jetzt auch wirklich sagen, okay, probieren wir mal das Integral der Funktion f von minus 2 bis 2 auszurechnen oder bis 1 auszurechnen. Und es wird wirklich ausgerechnet. Ja. Wie auch immer, numerisch, ja, ist klar. Aber da kann man es jetzt wirklich mal auf ein Gebiet einlassen, wo man nicht immer schön die stetigen Funktionen hat, sondern wo man mal ein bisschen was anderes auch sie anschauen kann. Ja, die Ableitung wird wahrscheinlich ein Problem werden. Ableitung von f, okay, macht sogar so, wie wir es brauchen, ja, oder so, wie wir es gerne hätten. Er schreibt es wieder her, aha, 2x für das wird dann 2x für das. Also das ist schon sehr mächtig. Naja, dann dürfte er 3 unten für 0 nicht hinschreiben, weil bei 3 an der Stelle 0 springt es ja. Ja, wenn man jetzt mathematisch exakt ist, stimmt, an der Stelle 0. Schauen wir mal, was er gibt, f' an der Stelle 0. Ah, gibt mir sogar einen Wert, das ist 3. Bitte, wenn, also nur mal die Bedingung ist, wenn, und dann kann ich Bedingung angeben, dann Objekt und sonst Objekt. Und ich habe es jetzt euch gezeigt für eine Funktion. Da gibt es jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten. Ja? Verschachtelte Bedingungen. Wenn dann, dann soll er das machen und das und das und das und das. Also da kann man jetzt sehr, sehr schön arbeiten und sehr, sehr viel neuere Dinge ein bisschen einkriegen, die halt nicht so standardmäßig Mathematik sind. Aber das würde jetzt wieder zu weit führen.